In diesem Video gehe ich auf die Knie, stehe vor einem Vorhang, halte ein Paket in der Hand, halte mich im Bad auf, zeige einen Mörser in die Kamera und bekomme geheimnisvolle Dinge durchs Fenster gereicht. Hallo zusammen, hier ist wieder Kai von Travel Camping Living und heute sprechen wir über ein Thema, das mich schon so viele gefragt haben, dass es Zeit wird, dass ich ein Video dazu mache. Wie ihr seht, habe ich Zottel dabei, meine Globecar Camp Scout B und in den gehen wir jetzt mal rein und da zeige ich euch dann, worüber ich reden werde. Es geht um das Thema Cockpit-Vorhang und dabei beantworte ich jetzt hoffentlich die Fragen, wie er befestigt ist, was für Material, wie er angeschraubt ist, ob er geklebt ist und so weiter und so fort. Das alles jetzt in den nächsten paar Minuten. Und zum Schluss gibt es noch zwei Pakete, die ich auspacken werde. Die kamen noch irgendwie zu mir hier nach Hause, nach Deutschland. Mal gucken, was drin ist. Für jene, die sich fragen, warum habe ich einen Vorhang? Sehr simpel, Sichtschutz und Temperaturschutz. Sowohl im Winter gegen Kälte aus dem Cockpit, als auch jetzt im Sommer, wenn wie heute die Sonne komplett aufs Cockpit scheint, erhitzt sich das enorm. Und wenn ich den Vorhang zumache, bleibt es vorerst mal, natürlich nicht den ganzen Tag, aber vorerst mal hier im Innenraum angenehm, bevor dann irgendwann natürlich die Hitze vom Cockpit durchsickert. Aber das hat eine ordentliche Zeitverzögerung. Ich habe das auch mal gemessen in einem meiner Videos. Auch im Winter habe ich Temperaturunterschiede von plus minus 8 bis 10 Grad zwischen hier Innenraum und dann dem Cockpitbereich. Ferner ist es natürlich, ich stehe sehr viel frei, auch mal im Wohngebiet. Und dann ist es natürlich deutlich auffälliger, wenn man die Verdunklung zuzieht vorne im Cockpit. Da sieht man dann gleich, oh, da pennt einer drin. Wenn ich aber nur die Vorhänge hier zumache und die Cockpitverdunklung offen lasse, dann sieht das eigentlich eher aus, als würde da nur einer parken, aber nicht unbedingt drin pennen. Beginnen möchte ich kurz mit der Montage, Länge der Schiene, Vorhanggröße, dass ihr da mal einen kurzen Überblick habt. Die Montage meiner Gardinenschiene war relativ einfach, denn hier oben ist bei mir alles ziemlich gerade. Es ist zwar leicht konkav gebogen, aber das kann diese Aluschiene gut ausgleichen. Die eingleisige Gardinenschiene ist 1,60 Meter in der Breite und wurde mit drei Schrauben fixiert. Hier, hier und hier. Die Schrauben konnte ich dabei ganz einfach mit einem leistungsstarken Akkubohrer reinschrauben. Die erste Schraube tat zugegebenermaßen ein wenig weh, denn es war wirklich die erste Schraube, die ich selber in Zottel gebohrt habe. Alle weiteren Schrauben waren dann nur noch Peanuts. Wie ihr auch sehen könnt, mein Vorhang hier, der ist nicht lichtdicht, sondern er lässt immer noch ein gewisses Licht durch. Ich nutze ihn zum Teil als Wecker, denn was gibt es Angenehmeres, als von Tageslicht geweckt zu werden? Braucht man schon mal keinen Wecker, gerade am Wochenende, wenn man weiß, okay, bis 11 Uhr kann ich heute nicht pennen, aber so bis 8.30 Uhr vielleicht schon. Dann erledigt das Tageslicht, das hier durch den Vorhang irgendwann einfällt, das Ganze aufwachen und wecken. Alles, was ihr hier seht, habe ich bei Quelle gekauft. Vor bald 2 Jahren. Die Vorhangschiene kam mit Dübeln, die habe ich nicht gebraucht, mit den Schrauben dabei und mit den Gleitern, an denen der Vorhang jetzt befestigt ist. Der Vorhang ist aus Thermomaterial und da sagt der Name schon, er soll vor Wärme oder auch Kälte schützen und das macht er. Der Vorhang ist hier in der Breite ca. 1,25 Meter, 1,30 Meter und davon habe ich dann einmal rechts ein und einmal links ein. So habe ich genug Vorhangmaterial, um ihn auch etwas anders zu verwenden. Denn wie ihr unschwer erkennen könnt, ist mein Vorhang ziemlich lang. Er fährt also immer gerne so ein bisschen hier auf dem Boden rum. Also mal ganz ehrlich, man kann das viel schöner machen und ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die viel schönere Lösungen da draußen haben. Für mich ist das die richtige Lösung. Es ist wichtig, dass ich es funktional habe, schnell einsetzbar. Und ob der Vorhang auf dem Boden liegt oder nicht, ehrlich, wenn er dreckig ist, wird er gewaschen. Und alles andere ist mir egal.
Gut, aber zurück zum Thema. Warum ist der Vorhang jetzt so lang? Sehr simpel. Ich kann nämlich so die Stühle drehen in Richtung Dinette und den Vorhang über die Stühle drüber und dann geht er immer noch bis zum Boden auf der Rückseite, sodass ich auch im Winter dadurch ein bisschen Schutz vor Zugluft habe aus dem Cockpit, wenn die Cockpitstühle in Richtung Dinette gedreht sind. Der Vorhang ist im Gesamten 2 Meter lang. Die Minimallänge, die man braucht, um diese Distanz hier abzudecken, ist 1,44 Meter vom Boden des Podests bis hier oben gemessen. So sieht das dann aus, wenn der Beifahrersitz zum Beispiel gedreht ist und der Vorhang so von hinten drumherum gestülpt ist, befestigt hier oben an der Sonnenblende. Hier ist er befestigt am Gurt mit einer Wäscheklammer. Das ist auch der Grund, warum ihr immer mal Wäscheklammern im Bild seht. Am Vorhang, ich habe hier noch eine grüne, hier noch sowas anderes und irgendwo ist noch was. Damit klippe ich das zusammen, befestige es oder mach was auch immer damit. Das jetzt ist der Wintermodus mit beiden umgedrehten Stühlen. Der Vorhang von hinten drumherum gelegt. Hier in der Mitte mit eben den genannten Wäscheklammern und Bügeln zusammengehalten. Da merkt man deutlich, dass weniger Zugluft durch das kalte Cockpit einfließt. Für mich ist das eine coole Lösung. Schnell installiert, schnell wieder abgebaut und vor allem immer dabei. Man muss nicht raus noch irgendwas holen, sondern es hängt halt rum. Ja, manchmal hängt das Ding auch im Weg und ja, manchmal geht er mir auf den Nerv, wenn unten noch so viel Stoff ist. Unter dem Strich muss ich aber sagen, überwiegen ganz, ganz klar die Vorteile für mich. Genau aus dem Grund. Und da ich damals, als ich Zottel bekam hier, mein Globecar Camp Scout B gleich Nägel mit Köpfen machen wollte, habe ich mir für hinten die gleichen Vorhänge gekauft, auch mit einer 1,60 Meter langen eingleisigen Vorhangschiene. Vorhänge haben das gleiche Maß in der Breite, in der Länge haben sie ein anderes Maß, denn hinten bin ich nicht bis zum Boden runter. Warum der Vorhang hinten? Erstens gegen Zugluft, zweitens gegen neugierige Blicke, die man sonst komplett in den Kasten werfen kann, wenn hinten nämlich kein Vorhang ist und man hinten aufmacht. Drittens habe ich hinten keine Fenster und das Ganze sieht nicht so schön aus, deswegen lieber einen Vorhang dahin. Ja und viertens, wenn es regnet und man hinten öffnet und an den Keller muss, regnet es nicht aufs Bett oder schneit nicht aufs Bett oder hagelt nicht aufs Bett, sondern das Zeug verfängt sich im Vorhang und das ist auch ganz praktisch. Sonst schimpft nämlich der Co-Pilot, wenn er eine feuchte Nase kriegt, wenn er hier hinten liegt und das will ich nicht riskieren. Ja und in der Länge sind die Vorhänge hinten 1,50 Meter. Ich habe also unten noch so 30 cm Luft. Ja, so viel zum Thema meine Vorhänge. Ich hoffe, ich habe damit so die meisten zukünftigen und vergangenen Fragen erschlagen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, einfach runter damit in die Kommentare. Ich beantworte gerne und ausführlich so gut wie alles und sage jetzt schon mal danke dafür. Danke, dass ihr dabei wart. Hoffe, es war interessant und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Aber stopp! Fehlen ja noch die 2 Pakete, die ich gekriegt habe. Diese nämlich. Da packe ich jetzt mal das eine aus. Das kommt von Michael S. aus Meckesheim. Der hatte mich angeschrieben, hat gemeint, du Kai, dir fehlt da was. In Zottels Bad. Ich so, hä, wirklich? Ja, ich schick's dir mal. Okay, das Paket ist hier. Wir machen's auf. Dazu, wie immer, Schweizer Taschenmesser. Ohne das wäre ich echt aufgeschmissen, sage ich euch. Ich würde kein einziges Paket aufkriegen. Ja, wir haben es aufgekriegt. Und was ist drin? Hm? Oh, nee. Oh, Michael. Nein. Mir läuft gerade eiskalt über die Arme und den Rücken runter. Oh, ist das geil. Eine Tasse mit ganz vielen Bildern von mir, von Zottel, wo ich überall war. Nein. Oh Gott, ist das geil. Wow. Ich bin sprachlos, ehrlich, sprachlos. Aber machen wir mal weiter auf hier.
Denn irgendwas hat er noch fürs Bad mitgeschickt. Das war eigentlich der Grund. Also davon wusste ich gar nichts. Ich bin geplättet, Michael, wirklich. Oh! Das ist mal geil. Das hier ist eine Duschbrausenhalterung. Denn ich habe irgendwann mal sicherlich gesagt, das fehlt in Zottel. Und ich habe keine Ahnung, wo er das her hat. Ob er das selber gedruckt hat, irgendwo gekauft hat. Michael, ganz geil. Tausend Dank dafür. Und dafür ganz, ganz lieben Dank. Eine Riesenfreude. Jetzt zu Ostern passend ausgepackt. Hier ist sogar noch, ach Gott, der Burger, den ich am Nyksund gegessen habe, mit einem leckeren Jever. Oh, war das cool. Norwegen. Hey, ganz, ganz vielen Dank. Das ist eine richtig geile Sache. Ich freue mich unheimlich. Puh, da werde ich fast schon sentimental. Aber jetzt gucken wir mal, ob das Ding ins Bad passt. Oh je, und vor lauter Tasse und Duschhalterung habe ich den Brief komplett übersehen. Bitte entschuldige, Michael. Ich habe es aber noch gemerkt. Den lese ich mir jetzt mal in Ruhe durch. Das ist die Bedienungsanleitung für die Duschhalterung. Hallo Kai, hier nun endlich das fehlende Teil. Eine Duschbrausenhalterung. Grinz. Ja, schauen wir uns mal die Dusche an, jetzt mit der Duschbrausenhalterung. Die Halterung hat Michael übrigens selber gedruckt mit einem 3D-Drucker. Mit zugezogenem Duschvorhang sieht es dann so aus. Wie genau ich das machen werde, muss ich mal noch sehen. Ich könnte noch ein Häkchen hier oben aushaken, dann ist ein bisschen mehr Luft um die Duschbrause. Aber das werde ich dann mal sehen nach den ersten Duschversuchen. Oh nein, macht euch keine Hoffnung, ich stelle mich jetzt nicht in die Dusche, denn Zottel ist trocken. Ich bin gerade nur hier zum Filmen, aber nicht zum Reisen, Schlafen, Duschen. Ja, liebe Sabine, lieber Michael, Dankeschön für den sehr lieben Brief und die Gebrauchsanleitung. Hat mich sehr gefreut. Duschbrausenhalterung, wie auch der coole Becher, beides der Wahnsinn. Ganz, ganz vielen Dank. Ich hoffe, wir treffen uns irgendwann mal und ich kann euch zu irgendwas einladen. Es wäre mir eine große Freude. Ganz lieben Dank und bis bald vielleicht mal. Das war das Paket von Sabine und Michael. Jetzt habe ich ja noch ein zweites. Das ist von Jeanette. Wer sich vielleicht erinnert, sie hatte mir schon mal was geschickt, das Omnia-Kochbuch. Und jetzt hatte ich plötzlich ein relativ schweres weiteres Paket im Briefkasten. Keine Ahnung, was drin ist. Aber ihr wisst ja, wie das geht. Paket aus der Schweiz. Schwer. Okay, das erklärt das Gewicht. Ein Mörser. Damit kann man alles Mögliche zerkleinern. Machen wir mal auf. Ja, genau. Mörser. Ich werf mich weg. Da hast du mich jetzt aber ganz schön verarscht. Oh, leck. Ja, also ich bin hier gerade ziemlich überrascht. Und jetzt läuft hier gerade jemand vorbei, reicht mir ein Paket und läuft weiter. Wir unterhalten uns nicht. Es ist ganz mysteriös. Also das war jetzt gerade mein Schwager. Schwager, bist du da? Läuft schon wieder weg. Willst auch noch kurz ins Video? Hallo miteinander. Das ist der Ralf, mein Schwager, Mann meiner Schwester, demzufolge. Und auch ein sehr erfahrener Camper, allerdings mehr mit Wohnwagen als mit sowas wie Zottel. Aber hat sehr viel Erfahrung, war schon viel unterwegs. Und der hat mir jetzt gerade hier so ein schwarzes Kästlein reingereicht. Aber da seht ihr dann nachher, was das ist. Auf jeden Fall, Ralf. Ganz lieben Dank. Gerne doch. Wir reden noch, was es als Gegenleistung gibt. Alles gut, alles gut. Also, ciao. Ciao. Tschüss miteinander. Ja, was soll ich sagen? Irgendwie fühle ich mich gerade wie Weihnachten, Geburtstag und Ostern in einem. Okay, jetzt reicht dann mir noch mal was rein. Das hat er jetzt gerade wieder mitgenommen. Danke. Bitte. Das ist noch eine Hülle. Aber dazu später mehr. Das ist jetzt nicht das Thema.
Aber es hat halt gerade so reingepasst, deswegen dachte ich, nehm's noch mit. Ja, ich war bei dem Mörser, Janet, der keiner ist. Denn in dem Paket sind Ostereier. Noch mehr Ostereier. Oh, ich kann die hier mal in die Gläser tun, das ist recht praktisch. Das sind die Sylvie-Gläser, von denen habe ich ja kürzlich ein Video gemacht. Die stehen hier noch von gestern, von den Videoaufnahmen. Das eignet sich jetzt gut, um die Eier reinzutun, um da mal durchzugraben, was da noch kommt. Ja, und was kommt da noch? Ja, mal wieder M&M's. Lecker. Dann sind da noch ein paar Eier. Ui, das ist jetzt aber schwer. Vorsichtig, Kai, mit deinen Griffen. Ovomaltine, Crunchy Cream, noch nie gegessen. Aber ich fürchte, es ist lecker. Oh, und noch ein Ei. Oh, und ganz wichtig, ein Brief. Briefe sind was Schönes. Schöne Karte. Was schreibt die liebe Jeanette? Handschriftlich auch wiederum. Hallo Kai, beim Einkaufen... Das muss ich jetzt vorlesen, diese Passage. Die liebe Jeanette schreibt, M&M's und Ostereierli als Füllmaterial schmecken sicher auch besser als Styropor. Ja, durchaus. An dem Styropor habe ich immer ziemlich lang zu knuspern. Nun wünsche ich dir frohe Ostern. Oh, Jeanette, du hast mich heute sehr überrascht und ein wenig auch verwirrt, aber genial, genial gemacht. Ganz lieben Dank dafür, freut mich unheimlich drüber und ich bin sehr gespannt, wie das hier schmeckt. Wie M&M's schmecken, weiß ich ja, nämlich saulecker. Aber ganz lieben Dank fürs Päckli, freut mich unheimlich. Dankeschön. Oh Mann, ich bin schon Glückskeks irgendwie, oder? Der Wahnsinn. Und dann noch das schwarze Ding hier. Das seht ihr später. Irgendwann mal. Nicht mehr jetzt. Ich bin platt. Ja, das war's für heute, liebe Leute. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön fürs Zugucken. Dankeschön für die tollen Geschenke, Michael und Sabine und Jeanette. Ganz cool. Bis demnächst mal wieder. Ciao zusammen. Ach so, und wenn euch das Thema gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da, abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr mehr von uns und unseren Reisen sehen wollt. Klickt auf die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn wir ein Video hochladen. Folgt uns auf Instagram und Facebook, da seid ihr immer live dabei auf unseren Touren. Und meinen Amazon-Partnerlink dürft auch gerne verwenden. Gibt es eine kleine Umsatzprovision für uns, kostet euch gar nichts. Last but not least... Werft auch einen Blick auf die Webseite, da gibt es Informationen zu uns, zu unseren Reisen, einen schönen Blog, hoffe ich. Und sonst habe ich, glaube ich, nichts vergessen. Und wenn doch, ist auch nicht schlimm. Bis demnächst mal wieder. Ciao zusammen. Was für ein Leben. Vorhänge hier zumach und die Cockpit-Verdunklung offen lass. Ich hab hier oben eine komplett gerade und durchgängige... Nochmal. Die Montage von meiner Gardinenstange. Nochmal. Die Montage meiner Gardinenschiene.